Servus und willkommen zu einer neuen Folge vom Modern Sky Block 3. Ich habe jetzt die noch nicht gemacht, weil ich habe mir jetzt gedacht, wir machen den Strom mal jetzt noch ein bisschen zusammen. Werde aber auch gleich, ja, es ist wieder dunkel, können wir nämlich uns gerne nochmal um Britannia kümmern, weil da habe ich nämlich, ja, ist mir auch nämlich ein Gedanke gekommen. So, und zwar, wir haben ja hier dieses gute Pulver. Dann nehme ich mir jetzt mal ein Stack mit. Und wir kriegen ja als Loot immer diese schöne Black Lotus raus. Habe mich ja immer gefragt, was man mit der Black Lotus eigentlich zu machen hat. Ja, habe ich jetzt rausgefunden. Sozusagen jetzt den Text verstanden. Und dann heißt es jetzt, wir gehen jetzt nämlich hin. Können diese Black Lotus ist einfach mal hier in ein Becken reinschmeißen, in dich zum Beispiel. Ja, und jetzt hat man gut Mana hinzugewonnen. So, warum habe ich das Solid Fuel mitgenommen? Weil ist es ein Fuel. Ja, und dann heißt es jetzt, ich habe jetzt hier ein bisschen Power da, dass wir hier sozusagen Mana produzieren. Ich habe jetzt sozusagen somit in Rekordzeit die zwei Becken da hinten wieder aufgefüllt. Und ich schätze mal, wenn die jetzt noch zweimal durchgelaufen sind, dann haben wir damit auch absolut keine Probleme, dass wir das hier auch verbessern. So, dann mache ich noch mal schnell das Tor zu Alfheim auf. Habe ich hier jetzt noch was da? Nein, natürlich nicht. Warum habe ich, sollte ich auch Eisen mitnehmen? Ich habe nur gewusst, dass ich zu Botania gehe. So. Lauf mal zweimal. Schön ist. Und zwar, wir möchten uns von Botania als nächstes nämlich schnell die Redder machen, und zwar die besseren. Finde ich das auf dem Anhieb. Der Mana Spreader. Glaube, der andere ist bläulich. Da ist er. Der Elfen Mana Spreader. Dafür brauche ich nämlich Clementium. Genau. Dafür brauchen wir Eisen. Für mein Eisen schon wieder wie ein großer. Aber ich glaube, ich habe noch 8 Stacks-Blöcke. Das könnte auch ein bisschen reichen. Wenn nicht, schmeiße ich hinten wieder alles an. So, jetzt bin ich geklotzt, gleich gekleckert. So, gib ihm. Okay. Die restlichen 7 mal hier rein. Danke. 64 Stück. Genau, 32 lasse ich gleich mal da. Und die anderen 2 hin. Oh. Ah, ja. Ich helfe. Jack, nach Alfheim kannst du nur telefonieren, wenn du auch die Pylonen hinstellst. So, wir bauen, machen Verbindungsaufbau. Durch. Ja, 16. Ich hoffe, dass das nicht zu viel verpasst. So, wir haben die Dreamwood-Teile da. Dann brauche ich jetzt die Spreader. Dafür brauche ich einfach nur ein Paddle. Davon 6 Stück.
davon die hin, davon die hin und dann habe ich davon 6 Stück. So, jetzt habe ich einen Vorteil. So, jetzt reiße ich dich ab. So, dann mache ich jetzt dahin. Mache jetzt dich dahin. So. Und das Schöne ist jetzt, reiß dich auch ab, reiß dich auch ab. Der kann Spreader mehr. Der war clever. So. Ich nehme jetzt dich und tue dich dahin. 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 Dahin, ich möchte nicht die ganze Kohle verpulvern. Und jetzt schauen wir nämlich gleich mal, weil das wollte ich nämlich jetzt vor allem wissen. Ja, der ist schon fast, auch fast, der ist zu klein für. Dann mache ich nur 2 rein. Okay, also da kommst du nämlich dann jetzt daher und daher. Du gehst hier hin und du gehst hier hin. So, dann heißt es jetzt, du gehst jetzt hier hin. Also, ja. Der hat jetzt aber nur 6 Stück. Das ist schon jetzt verblüffend. Also bei 6 Stück. Alter, erschreck mich nicht so, du Schaf. Denk mir gerade, was rennt jetzt gerade auf mich zu? Die müssten eigentlich stärker sein. Ich weiß es gar nicht, ob es noch bessere Spreader gibt. Ah, die Gaia Mana Spreader, aber davon sind wir noch ein bisschen weg. Dass wir die machen. Ja, aber dann kann ich jetzt dann hier demnächst auch mal nochmal mindestens eine Ebene Blumen drauf machen. Vielleicht sogar 2. Das sind die halt voll. Da habe ich halt ein bisschen. Habe ich halt ein bisschen. Materialverlust, aber das ist mir dann auch egal. So, ich muss jetzt hier hin. Und. Ja, und es baut sich jetzt ja trotzdem einigermaßen cool auf. Obwohl das jetzt an ist. Wie gesagt, wird demnächst muss ich hier auch noch umbauen. Weil das muss ich ja auch noch alles angleichen hier. Ja, und dann geht er dessen mal schon mal bis daher. Wobei ich könnte es eigentlich fast stehen lassen. Und noch was. Ich werde es sehen. Genau. Dann habe ich total letztes Mal vergessen. Ich habe mir nämlich noch ein Mod hinzugepackt. Und zwar, ich habe mir mein Freund hier wieder hinzugeholt. Mein, wie heißt der? Schematica. Weil es einfach, einfacher ist. Das heißt, ich baue mir hier jetzt mein Treppenhaus. Und ja, wenn ich dann ungefähr 12 Wochen später das zweite Treppenhaus baue, ne, weiß ich nicht mehr, wie ich das erste gemacht habe. Und dann gucke ich die ganze Zeit links und rechts, links und rechts. Kann man auch einfacher haben. Man kann einfach hingehen und sagen, okay, alles klar, ich kopiere mir den ganzen Case und kann dann halt abschauen. Sozusagen sofort instant 2, 3, 4. Die Hühnchen haben wir ja auch noch gehabt.
vom letzten Mal. So, haben wir bei 9 Ofen. Ihr dürft 9 Ofen ausprobieren. Wie es euch geehrt. Nicht geehrt? Was? Geht der nicht? Anspruchsvolle Hühner auch noch. Ich glaub's ja. Muss da mal. Keine Charcoal holen. So, auch rein. Klack, klack. Perfekt. So, wir legen uns gleich hin. Und jetzt wird's witzig. Vor allem, wo ich das Final aufbaue, weiß ich noch nicht. Ich werde es jetzt einfach mal irgendwo hinhängen. Danach wieder umbauen. Ich kenn mich. So. Ich hätte mal gesagt, ich hänge es jetzt mal einfach da hinten dran, weil es auch am meisten Sinn macht. Und wir testen jetzt erstmal, wie das ausschaut, welcher. Ob ich den Block wenigstens sehe, wenn ich ihn hinstelle. Und zwar den Basic Energy Cube. Als erstes brauchen wir mal Steel Casing, das heißt, ich brauche Stahl, Osmium und Glas. Ich sollte mir mal Stahl holen. Beziehungsweise, nein, wir machen mal den zweiten Weg. Und zwar, das müsste jetzt sein. Eisen. Wenn ich jetzt hier reinhau, dann finde ich es total toll, dass ich da keine Upgrades habe. Ja. Jack, wieso hast du da keine Upgrades rein? Weiß ich nicht. So, davon brauchen wir 8. Den Rit habe ich einstecken. 8 Stück nehmen, reinschmeißen. Davon 8 Stück nehmen. War nichts drin gehabt. Ah, den habe ich die ganze Zeit stiefmütterlich behandelt, weil ich gesagt habe, brauche ich nicht. Ja, jetzt brauche ich die schon. So, wird jetzt ein bisschen schneller. Noch ein bisschen schneller. Noch ein bisschen schneller. Ah, Halbzeit. So, jetzt haben wir Enriched Iron. So. Dann kommt es jetzt nochmal rein. Auf jeden Fall etwas schneller als der Ofen da hinten, obwohl der schon mal nicht schlecht ist. Und Steel Dust. Und zack. Und wir gehen hin. Ab ins Smelter. Und wir haben eine Runde Stahl. Jawohl. Zack. So, dann habe ich ja festgestellt, ich brauche jetzt noch auch noch Osmium. Und das Zeug räume auch raus. Dann mache ich gleich mal die Frames. Das bist du. Dann mache ich mir auf jeden Fall schon mal 3 Stück, werde ich jetzt bestimmt brauchen. Schon ist mein Glas verbraucht. Okay, dann. Genau, ich wollte dich bauen. Das ist Freerunners, okay. Jetpack, das ist Jetpack und das sind schnelle Schuhe vermutlich. Ja, also wir brauchen das. Dann brauche ich jetzt erstmal die Energy Tablets. Dafür brauchen wir Gold. Okay, Gold noch schnell holen. Ich nehme gleich nochmal ein bisschen Sand mit. Letztes Jahr habe ich mich ja mal gefreut, dass ich so Sand noch mitgebracht habe. Habe es reingeschmissen. Ja, natürlich in den falschen Ofen. Danach hat man Silikon. Ja, so kann man es auch machen. Gold, ich brauche noch und noch ein bisschen Redstone.
Sicher ist sicher, aber ich glaube, ich habe das letzte Mal einen kompletten Redstone noch durchgejagt. Ah, noch. Noch ein bisschen was habe ich. Okay. Dann heißt es jetzt für mich, ich brauche diese da. Dann haben wir schon mal 4. Und jetzt brauche ich da. Da kommst du jetzt dahin. War da jetzt kein Stahl dabei? Nope. Zwei Stück und ein bisschen Redstone. Bin immer wieder mal. Finde es immer wieder lustig, wie billig das Zeug ist. So, jetzt habe ich den Basic Energy Cube. Ich stelle den jetzt mal genau da davor. Ah, okay. Also er hat nur im NEI kein Bild. Das ist schon mal sehr schön. So, dann nehme ich jetzt dich raus. Ich schätze mal, dass ich dich dann jetzt wieder dahin klemme. Dann brauche ich jetzt von den Alloy 4. 1, 2, 3, 4. Und ich brauche jetzt Osmium. Zack, nächste Stufe. Dann brauchen wir nochmal 1, 2. Dahin brauche ich davon 4. Das habe ich nämlich auch schon vorbereitet. Und ich brauche für die nächste Stufe Gold. Kann ich sogar anstecken. Jawohl, habe ich. Und für die ganz große, ich hätte ihn vielleicht mal rausziehen sollen, eventuell. Und ich merke gerade, meine Komma-Taste geht nicht mehr. Okay, man sollte vielleicht nicht die Num-Taste machen, weil man so fröhlich rumklickt. Fading Heat. Chemical. Nein, 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 nein. Making Ores. Combiner. Ah, okay. Dann packe ich jetzt das mal dahin. Was brauche ich für die Stufe 4? Oh. Kreativ gibt's auch. Achso, ja. Nein, gibt's nicht. Schade. Diamanten. Hab ich Diamanten da? Ja, hab ich. Also, du kommst dahin. Du kommst dahin. Brauche ich von dir die 4 Stück. Die habe ich noch einstecken. Ein Energy Tablet und noch eins. So, jetzt habe ich dann das Ultimativ Energy Cube. Und den werde ich dann jetzt schon mal brauchen. Ich packe ich jetzt schon mal hier rein, aber dass man das hier nicht sieht, das ist total verwirrend. Ja, dass ich den Mana Spreader natürlich nicht da gelassen habe, wo er hingehört, ist natürlich wieder Drag-like. So, Mining Backpack. Habe ich denn da drin? Ja. Dann machen wir mal schnell was. Klack, klack. Leer. Schmeiß dich hier rein. Dann hau ich dich hier hin. Danke. Vorteilchen. So, dann heißt es, jetzt haben wir das geschafft. Denn ich habe mir schon mal vorgemerkt, was habe ich mir denn? Millen Hatchet weg. Also da wollen wir jetzt hin. Das heißt, ich brauche den Crusher. Den Crusher haben wir schon. Der hängt schon mal hier rum. Das heißt, wir gehen jetzt mal schnell nach oben. Dann auch bitte nach oben gehen und nicht irgendwo anders hin. Ich merke gerade, ich bin nicht mehr gewohnt, langsam zu laufen.
Naja, komm nachher. Naja. Jetzt verpieseln, ne? Naja. Wer von uns beiden meinst du, zieht den Kürzeren, ich oder du? Danke fürs Gespräch und danke für den Fisch. Der stinkt vom Kopf her. So, dann habe ich jetzt 1631. Ich schätze mal, die werde ich nicht mitkriegen. Dann wird es jetzt bestimmt lustig, weil ich die Maschine noch nicht habe. Ah, nee, Mari, ich brauche Maschine. Ja, weg. Du bist so lustig. Also normalerweise braucht man Maschinen dafür, ne, um die zu teilen. Oder ein Messer. Ja, genau. Oder das ist eine wertvolle Ressource. Die packe ich mal da oben hin. Gucken wir mal ein paar Slice. Ja. Track mitgedacht, nur wenn ich schneller Mad aufdrücken. 1, 2, 3, 4. Gut, dann habe ich jetzt 5 Stacks davon und es ist wieder Nacht. Ab ins Bett. Ich werde es irgendwann bereuen, wenn ich hier das Lager fertig habe, dann kann ich hier nämlich kein Bett mehr reinstellen. Steht dann bestimmt in der Küche, wie ich mich kenne. So, das heißt, wir haben jetzt hier den Crusher. Das heißt, ich schmeiße jetzt hier mal die Melönchen rein. Und dann produzieren wir schon mal Biofuel von Mechanism. Jawohl. Total wertvolle Ressource, weil den brauchen wir jetzt dann nämlich im PRC, um Ethylen herzustellen. Dafür brauchen wir jetzt natürlich noch Wasser und Hydrogen. Apropos. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich muss sowieso noch mal zum Botania. Muss ich mal gucken. Deswegen habe ich die nämlich ja, eine Reihe zu weit früh. Da muss ich hin. Ich brauche davon mal bitte komm, 16 Stück gehen, oder? Jawohl. Ein Blaze Mesh. Hatte ich die nämlich das ganze Zeug wieder aufräumen. Dann habe ich nicht so ganz verpasst, sondern ach, und da kann ich gleich noch mal eine Runde Power reinschmeißen. So, 38 und rein. Ja, das solltest du schon. Danke. In die Blumen. So, wir können mal schnell. Genau. Halt. Halt. Bevor ich sie wieder mit heimnehme. Da lassen. So. Genau. Ich habe nämlich die einen aufgenommen, die anderen nicht. Ja, jetzt, wenn man sich das anschaut, der ist gerade mal so halb voll. Sind die einfach nur schneller. Ja, die machen auch. Also da kommt auch mehr Mana an. Das Lustige ist, es ist halt bei 5 Stück ein Viertel. Wenn ich dann 2 hinmache, also 2 rein, dann sind es mehr als jetzt die Hälfte. Und wenn ich 3 rein hinmache, ist das Ding voll. Ja, ja. Man muss sich alles begreifen. Dann eine Runde Obsidian abklopfen. Momentan noch der schnellste Weg. Brauchst bestimmt. Essen. Für was?
nicht brauchst. So, dann gehen wir mal schnell am Futter vorbei und gucken. Jawohl, bin durch. Hühner. So, ihr kommt da rein. Verbrennt euch nicht. Ja, ich habe Platz geschaffen. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, warum dass ich Obsidian brauche. Und zwar, wir wollen, also erstens mal, ich brauche 3x Lapis. Habe ich. Dann brauche ich für das Obsidian. Obsidian. Ich will es nicht im NEI, danke. Ich brauche dafür 4 Blaze Powder, Blaze Rods. Habe ich die da? Nein. Aber ich müsste eigentlich... Nein, das sind die hier. Genau. Habe ich die definitiv da. Ja, ich muss mal da schauen. Ja, die Eier kann ich halt leider noch nicht machen. Kann ich die eigentlich vermehren? Dann hätte ich noch mal einen Grund zum Botanien zu laufen. Leider nein. Okay. Also dann habe ich das. Das sind die Rezepte ein bisschen weniger. Mal schneller durch. Das heißt, ich brauche eine Enderperle. Ich brauche eine Wolle. Das ist doch super. Das ist doch super. Ich brauche nur ein Lapis. Ich mache dann nämlich jetzt die blaue Wolle draus. Dann brauchen wir noch eine Enderperle. So, kriege ich diesen komischen Tank hin? Oder habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nein, ich habe ihn. Das ist schon mal schön. Dann haben wir auch schon mal den Bereich. Perfekt. Dann heißt es jetzt für mich, ich brauche als nächstes jetzt definitiv den Elektrolytik-Dingsbums da. Das heißt, ich brauche jetzt Gold, ich brauche Iron Grid und Osmium Dust. Dann hätte ich mal gesagt, ja. Das Zeug muss raus. Ich brauche mal schnell einen Platz, verdammt. Ich brauche einen Drawer. Komm, ich nehme jetzt einfach mal diesen sehr hellen Basic Drawer. Egal. Hauptsache, wir kriegen das Zeug weg. Das ist ja der Wahnsinn. Das waren jetzt glaube ich fünf Stacks Melonen. Also die kleinen. Ich habe auch die großen genommen. Das heißt, die habe ich ja auch noch. Jetzt werden einige sagen, ja, aber Karotten oder irgendwas, da kommen doch 6 raus. Ja, vergesst man nicht. Aus den Melonen, wenn ihr die großen habt, kriegt ihr 9 raus und das mal 4.
Argument, oder? So, das heißt, wir crushen mal das Iron. Solange wir nicht die Party crushen. Ha! So, dann wollte ich machen. Moment, davon brauche ich einen oder ich brauche einen, ne? Vielleicht sehe ich auch irgendwann das Item. Eh schon gesehen, nicht? Bin blind. Wie immer. Da ist es. Davon brauche ich zwei. Dann brauche ich Gold 2. Vom Osmium brauche ich 4.